Ich darf Sie herzlich begrüßen zum Saisonabschlussereignis zur Sommerfete des Seeburger SV. Das ist ja dann beim Sport immer so wie Silvester im Sommer. Das Jahr ist zu Ende, man konzentriert sich auf das nächste sportliche Jahr, aber blickt bei der Gelegenheit auch zurück auf das, was passiert ist in den letzten 12 Monaten. Ja, also ganz kurz zu dieser Mannschaft hier. Diese Mannschaft haben der Thomas und ich von den Minis mit hochgenommen. Das ist ein komplett junger Jahrgang, den wir von den Minis hochgeführt haben in die F. Wir wussten nicht, was uns passieren wird, weil da ja auch ältere Kinder rumrennen. Erstes Spiel haben wir dann glücklich auswärts 4-3 gewonnen. Dachten wir, okay, irgendwie wird's gehen. Und alles andere, was denn passiert ist, was diese Kinder, die hier stehen, fast vollständig dann zustande gebracht haben, kann man kaum beschreiben. Wir haben eigentlich eine perfekte Saison gespielt. Wir wären in der ersten Saison als junge Mannschaft Meister. Wir haben von 6 Hallenturnieren 5 Hallenturniere gewonnen. Wir haben Pfingstturnier bei Blau-Weiß-Spandau plötzlich gegen der F1 gewonnen. Wir wissen eigentlich gar nicht so richtig, warum. Wir wissen gar nicht so richtig, was uns passiert. Wir haben nur wahnsinnig viel Spaß. Und die Kinder sind, sage ich mal, in Summe total fleißig, total engagiert und haben ganz viel Spaß bei der Sache. Und darum macht es ganz viel Spaß, mit denen das zusammen zu machen. Der große Pott, da ist das Ding, hat mal einer gesagt. Wo ist Marlon, der Mannschaftskapitän? Da ist das Ding. Und hoch damit! Die A-Jugendlichen. Unsere Basis für die zukünftigen Herrenmannschaften hat in diesem Jahr tolle Leistungen erzielt. Mit einem Platz im oberen Mittelfeld, im fast oberen Mittelfeld. 22 Punkte erreicht, heute kommen noch 3 dazu, das macht 25. Es war insgesamt eine recht ausgeglichene Saison mit Platzierung im Mittelfeld. Aber der ganz besondere Hit war, dass man sehr viel erreicht hat im Pokalwettbewerb. Ist bis ins Pokalfinale vorgestoßen, was man auch an der Ausstattung der Trikots sieht. Ja, das war ein sehr großer Erfolg. Leider hat man dieses Pokalfinale ganz knapp mit 10 Minuten vor Schluss mit 1-0 abgeben müssen. Trotzdem eine tolle Leistung und auch für die Durchführung des Pokalfinales und überhaupt über die gesamte Saison auch euren Eltern vielen, vielen herzlichen Dank. Also, Dankeschön. Wir bedanken uns mit einem dreifachen Seeburger! 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 Seeburger!